Wer eine eigene Homepage erstellen möchte, wird von mega vielen Anbietern überflutet. Neben fertig eingerichteten Content-Management-Systemen und Homepage-Baukästen gibt es natürlich auch das pure Erlebnis des Webspace, auf dem du dich frei entfalten kannst. Ich zeige dir 6 Anbieter, mit denen man auf jeden Fall ganz gute Ergebnisse erzielen kann. Ludige Anfänger verlieren sich schnell im Dschungel der HTML- und CSS-Codes. Abhilfe schafft ein Baukasten, mit dem du in wenigen Schritten deine eigene Homepage erstellen kannst. Solche Angebote verschonen dich vor komplizierten Skriptsprachen. Stattdessen arbeitest du in einem What you see is what you get Editor. Ich kann die Homepage-Baukästen von Jimdo oder Wix sehr empfehlen. Seiten, die mit Wix designt wurden, sehen auf jeden Fall immer sehr stylisch und hip aus und außerdem laden die Seiten auch noch echt mega schnell. Bei vielen anderen Anbietern kannst du die Templates nicht so frei verschieben und platzieren. Du hast sehr viele Animationsmöglichkeiten, was die Seite ziemlich dynamisch wirken lässt. Der ganz große Vorteil von Wix sind die zahlreichen Apps, die du auf deiner Seite einbinden kannst, wie zum Beispiel Live-Chats oder Online-Buchungs-Widgets. Außerdem ermöglicht Wix monatliche Zahlungen. Bei vielen anderen Baukastenanbietern kannst du nämlich nur Jahresverträge abschließen. Jeden Tag wichsen Millionen Menschen. Wichsen hat mein Leben verändert. Wenn meine Freundin eingeschlafen ist, dann wichse ich. Ich wichse nach dem Training. Wix besticht durch viele Vorteile, allerdings ist Wix auch nicht die günstigste Wahl. Ich kann hier das sogenannte Combo-Paket sehr empfehlen, da es auf Werbung verzichtet und eine Domain mitgeliefert wird. Ein weiterer Nachteil ist, dass du nicht die Möglichkeit hast, auf den HTML- und CSS-Code zuzugreifen. Allerdings würdet ihr ja das Video dann auch nicht gucken, wenn ihr das so mega drauf hättet. Bei Jimdo steht auf jeden Fall die Grundidee der schlichten Einfachheit im Vordergrund. Jeder soll damit so schnell wie möglich auf professioneller Ebene eine Website erstellen können. Bei Jimdo hast du sehr gute SEO-Optimierungsmöglichkeiten. SEO ist die Suchmaschinenoptimierung, ne? Der Anbieter hat auch eine eigene App, an der du sogar am Smartphone deine Website erstellen kannst. Jimdo Pro ist schon für 5 Euro im Monat erhältlich, völlig werbefrei und für kleinere geschäftliche Webseiten völlig ausreichend. Die Templates haben oft gewisse Einschränkungen, die dir nach einer Weile tierisch auf den Sack gehen können. So kann man sie nicht immer dahin schieben, wo man sie haben möchte. Bei Jimdo kannst du leider auch nicht schnell und easy neue Applikationen deiner Seite hinzufügen, denn es gibt keinen integrierten App Store. Geht also nur, wenn du die Codes einbindest mit HTML-Widgets. Eine Alternative zu Jimdo und Wix bekommst du bei 1&1. Der Internetprovider stellt dir ab 99 Cent monatlich eine eigene Mach's-dir-selbst-Homepage zur Verfügung. Nach den ersten 12 Monaten werden dann 9,99 € monatlich fällig. Du findest hier ganz easy geile Designvorlagen und eine vollwertige Multimedia-Integration. Du kannst bei 1&1 auch ganz easy mehrsprachige Seiten umsetzen und du hast auch jederzeit die Möglichkeit, Sicherungskopien deiner Dateien zu erstellen. Wenn du bereits Blogger bist, kannst du deinen Blog mit einem RSS-Feed ganz einfach auf der neuen Seite integrieren. Man hat zwar Zugriff auf sehr viel Stockmaterial, allerdings lässt die Qualität der Bilder zu wünschen übrig. Im echten Leben sieht nämlich nicht jeder aus wie ein Model und hat weißere Zähne als Tom Cruise. Du solltest außerdem die Standardtexte des ausgewählten Brancheninhaltes unbedingt ändern, da Google den Inhalt als Kopie erkennen könnte und du somit kein gutes Ranking mehr erzielen kannst. Außerdem bietet der Anbieter keine kostenlose Testversion an, sondern nur eine Geld-Zurück-Garantie. Achtung, allerdings natürlich nur, wenn du die Kündigungsfrist einhältst. Während reine Content-Management-Systeme wie Typo3 oder Redhot eine intensive Einarbeit erfordern, hat sich aus der Blogging-Software WordPress ein einfaches CMS-System entwickelt. Entscheidest du dich für WordPress, kannst du deine Seite ein bisschen freier gestalten als bei den anderen Anbietern. Allerdings darfst du bei diesem Anbieter keine Werbung schalten. Wie du eine eigene Homepage erstellen kannst bei WordPress, zeigen wir dir zum Beispiel in unserem Praxistipp auf chibbidi-chibbidi-e. Den Link findest du hier unten in unserer Beschreibung. Baust du eine kommerzielle Website auf, solltest du Blogger wählen. Denn du kannst hier auf deiner Homepage sehr einfach Werbeanzeigen schalten. Allerdings bist du hier aber an eine recht fixe Struktur gebunden. Bringst du schon etwas Erfahrung mit oder bist bereits in HTML und CSS eingearbeitet oder du hast einfach mega Bock es zu lernen, könntest du auch eine eigene Homepage einfach erstellen. Das Einzige, was du dazu benötigst, ist ein Webspace und eine Domain. Dafür empfehlen wir Contabo, denn der Anbieter hat ganz geile Konditionen. Bei Contabo buchst du für 2,99 € monatlich stolze 10 GB Webspace. Zusätzlich erhältst du eine DE-Domain.
Der Webspace unterstützt PHP und MySQL in den neuesten Versionen. Damit ist er auch gerüstet, um WordPress, Typo 3 oder andere Content-Management-Systeme darauf zu installieren. Einzig im Punkto Domain ist Contabo recht teuer. Wer mehr als eine Domain braucht, sollte sich deshalb bei Strato oder United Domains umsehen. Website X5 Free. Website X5 Free verspricht eine fertige Homepage in nur 5 Schritten. Ganz so einfach ist es natürlich dann doch nicht, dennoch überzeugt das Gratis-Tool mit vielen vorgefertigten Elementen, die du einfach einsetzen kannst. Website X5 Free kannst du sicher und kostenlos in unserem Download-Bereich bei Chimp herunterladen. Die erforderlichen Links der Anbieter und weitere Informationen findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Dos vidanje.